Zurück in Far Cry Primal. Wir haben hier die Außenposten der Nähe erobert und jetzt wollte ich mir hier Vogar den Handwerker krallen. Und ja, doch, das machen wir als nächstes. Ein bisschen ranzoomen. Schön gesagt. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Beanspruch diesen Liegeplatz für. Ist immer so mittelspannend irgendwie. Hier hätte ich noch Säbelzahn. Boah, Säbelzahntiger sind ziemlich cool. Die muss ich aber erst noch leveln, damit ich die zähmen kann. Moment, habe ich Wolfi dabei, oder? Ja, Wolfi deckt immer noch so schön die Umgebung auf. Das ist echt praktisch. Was ist denn hier für ein Geschrei? Aha, da bewegt er sich noch. Okay, die hat gar nichts dabei. Frechheit. Das Holz geht langsam schon wieder aus. Ich kämpfe ganz gern mit den Fernwaffen. Wow, ein Jaguar. Schade, dass er nicht mehr im Leben war. Hätte ich viel lieber gezähmt. Und ich werde jetzt den hinteren wegschießen, damit der vorne nicht. Mann! So, Wolfi drauf und gut. Was haben die mit Wolfi gemacht? Arschlöcher. Ja. Ein bisschen Holz mitnehmen. Sieht man zum Glück, dass das mit dem Wolf echt ganz praktisch auf der Map. Das ganze Zeug sieht das, der Dings. Ja, komm noch mal raus. Oder mal eigentlich wieder weggehen. Muss man langsam geschnallt haben, dass hier ein neuer Meister am Start ist. So, ich wollte mir noch ein paar Pfeile bauen. Bisschen Holz einsammeln auf dem Weg. Oho. Was ist denn so? Was ist denn los, Wolfi? Hier sind vielleicht ein paar Vögel, die ich mal abschießen kann, zwischendurch. Ich brauche endlich Federn. Oder muss ich da irgendwie mal Nester angehen? Das habe ich noch nicht rausgefunden bisher. Ist ganz schön viel Holz. Können wir alles einsacken. Hüpf. Okay. Tasche schon wieder voll ist. Okay. Passt. So, ich wollte mir erstmal noch Pfeile bauen halt. Weiß nicht genau, was die Mission jetzt ist, sondern gucken wir mal hier, wie wir das genau regeln.
glaube, ich muss hier irgendwo nach unten, oder? Unterschlupf der Verlorenen. Jetzt rufe ich gleich mit der Eule mal vorbei. Ja, ist hier irgendwo tatsächlich irgendwo hier unten. Und wieder der beste Teil des Spiels. Ist hier am Fluss entlang. Der hockt da irgendwie in seiner Höhle oder wie. Sind irgendwelche Gefahren in der Nähe? Noch nicht so richtig. Springe ich einfach ins Wasser. Das ist, glaube ich, der einfache Weg, bevor ich da runterkletter, oder? Okay, wenn ich aber hier runterspringe, lande ich nicht im Wasser. Vielleicht kann ich mich hier ein bisschen runterschummeln. Ja. Ja. Es geht immer zum Glück ganz gut. Sagte er. Bevor er sich die Haxen brach. Ah, bin ich ganz gut hingekommen. Ah, Wolfi. Findest schon deinen Weg. Ja, okay. Ja, sehr gut gefunden sogar. Der pisst mich jetzt nicht gerade. Der hat mich jetzt nicht gerade vor. Das muss doch nicht sein. Was soll das denn? Vielen Dank. Okay. Hier ist schon ein paar Udams runtergeschmissen. Nachdem er sie vollgepisst hat anscheinend. Ist irgendwie eine fiese Rancor-Hühle oder was? Das kann man bestimmt anzünden. Das klingt aber nicht so. Was brauche ich eigentlich zum Bauen? Feuerstein, Hartholz, Tierhaut habe ich alles. Oh, der Kletterhaken. Nice. Gehen hier ran, bis du die Anzeige siehst, ohne den. Okay. Das ist ja cool. Den hat es ziemlich zersäbelt. Oh, den will ich zähmen. Ja, ich weiß. Nein, ist ins Wasser gefallen. Ist nicht gut. Da komm.
Lecker, lecker. No. No. Nochmal. So, jetzt habe ich einen Jaguar. 2, 4. Oh, der ist voll gut im Schleichen. Das Tempo ist auch super zum Jagen. Okay. Einmal noch. Komme aus der Höhle, schauen wir mal. Muss ich vielleicht raustauchen? Aus der Höhle? Ah ne, da ist oben der Kletterhaken. Da ist er. Grappling Hook. Und wie geht das jetzt? Achso, da. Springen, lösen, nach oben, nach unten. Okay. Cool, cool. Kann man natürlich nicht mit, damit das irgendwie nicht blöd aussieht. Wir sehen uns später. Kann ich mich jetzt irgendwie darüber krabbeln? Wie geht denn das jetzt? Kann ich den Haken irgendwie aus... Kann ich den hier auswählen, den... Nee, man muss irgendwo rangehen, bis man eigentlich... bis das Symbol erscheint. Kann ich den Haken hier festhängen? Hängt der jetzt noch fest? Muss ich ihn jedes Mal wieder einsammeln? Nee, ne? Wenn ich irgendwo stehe. Nee, genau, dann kann ich ihn einfach einsetzen. Okay, so funktioniert der. Was ist hier denn? Fleisch. Ich zünd das mal an. Wohl ist dahinter irgendwas? Erstmal zünde ich mich wieder selber an. Kann ich da durch? Nee, aber was Besonderes liegt da schon, eine Tasche. Schiefer. Na dann. Soll ich einfach runterspringen und da wieder hochklettern oder was? Hm. Na gut. So schlimm war es jetzt auch nicht. Ich bin ein bisschen sehr davor gesträubt, jetzt da runter zu springen. Da ist kein Kletterhaken. Autsch. Ja, es sieht auch gefährlich aus von da oben. Guck mal, wie der da liegt. Jetzt bin ich hier wieder einfach oben. Soll ich einfach rüberspringen oder was? Das habe ich noch nicht probiert. Probieren wir es halt mal. Okay, ich habe eigentlich schon gedacht, ich bin runtergeflogen. Aber hat geklappt. Okay, jetzt hänge ich hier. Jetzt kann ich mich langsam abseilen oder was? Okay. Ja. Okay, hier oben ist eine. Hier unten sind zwei. Ah, jetzt kann ich mich darüber schwingen. Zum Beispiel. Ah, nicht ganz so weit runter. Kann ich mich direkt darum umkrabbeln? Geht das? Ah, ich gehe mal lieber hier hin. Wir hatten es schon drauf damals. Denkt man heutzutage gar nicht mehr. Kann ich jetzt noch einsacken, was da hängt? Wie
gerne das Dings nehmen. Aber das mag er nicht so richtig nehmen. Das müsste ich erst runterschießen, glaube ich. Egal, lassen wir es da. So, habe ich mich jetzt hier hingeschossen. Da geht's weiter. Ist das nur eine Markierung oder wie? Syrien Höhlenmalerei. Ja, weiß nicht, Höhlenmalerei noch. Habe ich nicht gemacht. Um einen seltenen Rohstoff in der Nähe zu finden. Wo ist denn jetzt eine Höhlenmalerei? Und wie finde ich damit einen seltenen Rohstoff in der Nähe? Ich habe was Wichtiges verpasst. Mit der Höhlenmalerei. Wo ist denn die Höhlenmalerei? Hier ist irgendwas, so ein bisschen so richtig Höhlenmalerei. Egal. Dann halt nicht. Freue ich mich lieber darüber, dass ich entkommen bin. So, was ist mit dem? Kann ich ihn jetzt irgendwie. Will ich eigentlich für mein blödes Dorf haben? Gehen wir halt nochmal hin. Der gute Avenger. So, wir rufen mal den Jaguar. Ups. Kommt gerade Action. Ich wollte nur ganz kurz was gucken. Unten den unbekannten Ort. Autsch. Autsch. Okay. Der Nahkampf. Ich mache vielleicht nicht die beste Idee. Heil dich. Ja. Sauber. Jetzt haut er natürlich ab. Ja, ja, mach ihn fertig. Müsste denn schneller sein? Kriegt er ihn noch? Nice. Schnell ist sie. Die Katze. Kleines Venger-Ereignis. Machen wir eben mal schnell mit, bevor ich hier zu dem Hansel gehe. Hä? Das ist ein Jaguar, oder was war das? Gerade ein bisschen wichtiger. Wo ist denn der hin? War das ein Jaguar? Ich glaube, den Venger habe ich nicht gerettet. Aber ich will viel lieber den Jaguar retten. Wo ist er hin? Verdammt. Ich will mal ganz kurz in die Fähigkeiten schauen. 3 Punkte. Die Eule kann Bomben abwerfen, ist so geil. Aha. Was gibt's noch? Sturzflug. Jägerblick.
Schon ganz nett mit den Bomben. Was gäbe es hier noch? Automatisch beim Rumlatschen. 160, 80 Schritt. Mehr Zeug. Steine, Schilf. Das geht eigentlich alles. Hocksprinte, endloser Sprint, leiser Sprint. Gesundheitsregeneration. Primitive Heilung. Mit den Bomben machen wir noch. Die Eule soll erstmal nur erkunden, das reicht mir schon. Am besten hinkomme. Die Brücke hier. So. Ah! Fast runtergefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich den in meinem Dorf haben will. Hasar Urusis. Balwinja touches la Daisu. Ma Hasar Urusis. Mi bichauda. Shashwaidam. Una tarai. Uwincha guaifa. Budaf, my gun. Sashwalso Daishan Hasar Urusis Sancha. Hai mi. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den in mein Dorf schicken möchte. Bei Dark Souls wäre es ein Fehler, den ins Dorf zu schicken. Da würde er alle meine Leute auffressen. Aber hier wird das wohl klappen. Suche nach Blut von Orossteinen. Habe ich da jetzt eine spezielle Quest für? Oder soll ich es ganz einfach allgemein dann das machen? Ne, soll ich hier machen. Aktuelles Ziel. Na dann. Suchen wir mal die Blut von Orossteine. Da hinten. Kann ich jetzt hier direkt ins Wasser springen? Schön ins knietiefe Wasser gesprungen. Wunderbar. Man hört sich die Musik an, als wäre direkt ein Vieh neben einem. Kriegt man aber schon gleich einen Schock. Also noch mehr als die zwei. Tolles, außer dass sie hier gemalt haben. Was bringt das eigentlich manchmal?
nichts. Bringt das manchmal was, das zu verbrennen, wenn es so auffällig ist? Liegt denn da manchmal was? Wollen wir nach? Ich glaube nicht. Nee, einfach nur aus Spaß. Obwohl, ich kann es untersuchen. Was kann ich untersuchen? Nagwai. Ja, Naja. Achso, das sind die Plätze, wo dieses Blut von Oros liegen kann wahrscheinlich, oder? Untersuche alle die alten stehenden Venger-Steine. Kann. Autsch. Letzte Keule. Machen wir uns gleich eine neue von wegen letzte Keule. So, gleich haben wir ein bisschen Zeug einsammeln. Vor allem die seltenen Sachen. Das habe ich genug. Ne? Schilf kann ich ein bisschen mitnehmen, habe ich noch nicht so viel von. Nordzeder. Oh, Nordschwarzstein, sehr schön. Südstein auch. Jawohl, Jungs, sammelt mal mehr davon. Die brauche ich zum Craften. Ansonsten, das habe ich eigentlich alles. Passt. Kann ich noch ein Lagerfeuer machen? So, ich habe doch eigentlich alle durchsucht von denen. Die müssen ja alle in dem Gebiet sein. Ich habe das durchsucht. Ich mache nochmal. Irgendwas habe ich übersehen. Nichts. Okay, auch dass gerade so eine Horde vorbeikommt. Das zählt, glaube ich, nicht als Stein. Hier habe ich das ja extra weggebrannt. Ah, da ist noch was. Wieder geschafft, was zu übersehen. Schnell nochmal die Füße angekokelt. Da kann ich jetzt mal gucken. Hört es mal auf zu brennen. Kinders! Danke. Oh. Gleich wieder zurück. Den Bären lassen wir jetzt mal. Das sind eine Menge Bären. Das ist sogar ein toter Bär, oder? Den ich häuten könnte, oder schläft der nur? Ja, jetzt kein Bock auf Bärenfamilie. Ein andermal. Schnell hüpft, dann hüpft er nur normal und angelt sich dann nicht so hoch. Vier Blut von Orossteine. Ja, das sind doch da Gegner. Hier ist wieder einiges los. Ich mache mal eine kurze Pause. Und guck auch mal gleich, welchen Tierbegleiter ich mir hier vielleicht mitnehme. Und sammle dann die Blut von Orossteine in der nächsten Folge. Bis dann!